Also es ist auf jeden Fall ein Gang mit 5 Türen und die erste, ja, so eine, wie so eine Gartentür, so Schmiedeeisen, aber nicht, man kann nicht durchgucken. Kannst du mal sagen, die Tür, die heute dran ist, soll mal blinken? Dann guckst du mal, Ja, das welche. ist die. Ach, die blinkt. Bist du bereit, die Tür zu öffnen? Ja. Gut, dann öffnen wir jetzt. Erst habe ich gedacht, es wäre totaler Abgrund, aber es ist eine Treppe. Eine Treppe, die runterführt und ich sehe nichts, es ist schwarz. Okay. Ah, dann gehen wir runter, gucken mal, was unten ist. Also es fühlt sich an wie so ein Schornstein. Ist alles voller Ruß innen drin. Es ist so ein, also es ist ein bisschen breiter als ich so bin. So vielleicht so, was weiß ich, 1 Meter. Ja, wo kommst du hin, wenn du runter gehst? Geht es tief runter oder? Ja, es geht ganz tief runter. Okay. Geh mal runter, gucken, wo du hinkommst. Ich habe das Gefühl, das hört überhaupt nicht auf. Ich musste mich umdrehen, das war ja wie eine Leiter, es war gar keine Treppe, sondern so wie eine Leiter. Okay. Und jetzt bin ich unten wie in so einem Bergwerk. Da sind so Mega Stollen, Stollen, ja. da arbeiten auch Männer. Also richtig, wie man das so kennt, mit diesen Wagen da. So. Was macht denn ihr hier? Ja, wir bauen hier Kohle ab. Keine Ahnung, was ich hier soll. Naja, es sind ganz viele Gänge und ich weiß nicht wohin. Na gut, das könnte ja auch symbolisch schon dein Thema sein, ne? Ja, das habe ich auch gerade so gedacht. Das könnte auch mein Thema sein. Gut, dann fragen wir doch mal die Psyche, das Bild. Was willst du mir sagen? Ja, also welche Botschaft hast du für mich? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das mir mein Verstand sagt, weil ich höre Ja. letztendlich. Es ist wurscht, welchen Weg du gehst, Hauptsache du gehst mal einen Weg. Na, das kann auch eine klare Aussage sein. Dann sagt doch den Wegen, gut, wenn egal ist, welche ich euch nehme, der solle mal der bringen, der meint, er wäre richtig. Gut, dann soll mal der blinken, der meint, der wäre richtig. So, dann gucken wir mal, wo du hinkommst. Also das ist auf jeden Fall einer geradeaus. Der ist auch relativ kurz und endet, letztendlich löst sich das ganze Ding auf. Wie wenn ich so aus so einer Höhle rauskomme und stehe auf einer schönen Blumenwiese. Wow. Also deine Psyche sagt, geh ganz tief in dich, ganz unten. Ne? Tief in dir musst du entscheiden, welchen Weg gehst. Ist eigentlich egal welchen. Du nimmst den, wo der Weg sagt, hier ist sinnvoll, mach mal. Zack, bist du auf der Blumenwiese. Das ist bisher passiert. Gut, schau dich mal um. Bist du auf der Blumenwiese. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall irgendwie frei an, leicht an. Sonne scheint, Vögel zwitschern, Perfekt. Schmetterlinge. Also es ist eine ganz schöne Landschaft. Und was auffällt, du hast gar nicht viel dafür getan. Ruckzuck warst du da. Da kommt ja gleich wieder, na, so einfach kann es nicht sein. Ah, cool, dass über den dabei, der das sagt. Ja, das ist wie so ein kleiner Gnom, wie so ein kleines Rumpelstilzchen ist Ja, es ist das. schön, dass du da bist, ich dich kennenlerne, sag's lieber. Ja, schön, dass du da bist. Nee, ich finde überhaupt nicht schön, dass du da Ja, bist. der zeigt sich immerhin. Das ist ja deine eigene Energie in deiner Ja, Psyche. ja. Von daher erstmal prima. Du bist der Moderator in deiner Psyche, du bist die Ich-Struktur und von daher ist es auch jemand, der dir helfen will. Auch wenn es dir nicht passt, das spielt keine Ja, das ist schon Rolle. so. Guck mal, hier ganz tief runter und dann habe ich mich drauf eingelassen und die Psyche hat mir den Weg gezeigt und es geht ganz schnell. So, wo ist das Problem? Guck mal, was er sagt. Da sagt er, naja, das ist ja für dich jetzt nicht so schwierig, sagt er, aber jetzt stehst du da und weißt nämlich wieder nicht weiter. Dann spür doch mal, willst du denn weiter? Willst du deine Blumenwiese wieder runter oder willst du da bleiben? Ist ja eine Symbolsprache. Tja, wenn ich das wüsste, weil ich einmal denke ich, es wäre einfach schön, nur mal einfach auszuruhen, zu entspannen. Und wenn ich dann aber mich ausruhe und entspanne, dann ist aber irgendwas, das ich darf mich nicht entspannen. Also so, das darf nicht so einfach sein, so Okay, dann müssen wir irgendwie. den Teil wiederholen. Ist er das auch wieder, der Gnom, oder wer sagt das zu dir?
Naja, der sagt mir schon, ich streue dir das immer wieder ein, dass immer dort, wo du gerade bist, das nicht für dich gut ist. Warum macht er das? Warte nochmal, warum machst Warum du machst das? denn du das? Normalerweise müsstest du doch mir gehorchen, ich bin doch hier der Chef. Wem gehorchst du eigentlich? Wer hat dir den Auftrag gegeben? Wir hatten dir den Auftrag gegeben. Genau. Ah, Volltreffer. Hm. Ja, aber es war schon was da. Deine Darmgeräusche waren bis hier zu hören. Da war eine ganz heftige Reaktion sofort. Also, da kriege ich sofort eine Sperre in meinem Kopf. Ja. Mein Herz fängt an zu schlagen. Es ist wie, also das ist wie verbotene Zone. Wer hat die Macht in dir? Wer sagt, wo es lang geht? Wo darfst du nicht hingucken? Verbotene Zone, Sperre. Der soll auftauchen. Fordert ihn ein. Also du, der hier mir das so verbietest, ich möchte, dass du jetzt hier auftauchst. Genau. Also ich sage jetzt einfach mal, was ich sehe. Das ist ja, also es wird sofort hier wie also vor einem schweren Gewitter, ne? Die Sonne, der Himmel verdunkelt sich, ja. Und es ist wie wenn so ein zürnender Gott so auftaucht. Ja, so. Ja, muss eine Gegenkraft sein. Muss irgendeine stärkere Kraft sein wie die I-Struktur. Du beherrschst das nicht. Sag ihm, also schön, dass er erstmal wieder da ist. Es wird jetzt sichtbar, wer die Macht hat, und zwar er. Ne, der macht sofort die Wolken, dann hast du deine Blumenwiese, ne, ist vorbei. Was willst du denn von mir? Ja. Das ist wie eine Prüfung. Ich habe keinen Bock mehr auf Prüfung. Meinst du mit Prüfung, dass ich ernsthaft, quasi ernsthaft an was dranbleibe oder wirklich so mit meinem ganzen Herzblut? Ja. Also wenn du dich irgendwo festtust, was nicht ganz stimmt, dann scheucht er dich weiter. Ja. Also er ist quasi so ein übergeordnete Instanz, die sagt, du, das wirklich Tolle rentiert sich. Ja. Und dann merke ich, ich werde da traurig, ne? Okay. Aber ich frage mich dann, warum ich mich dem so widersetze. Ja, gut, es muss eine Gegenkraft geben. Ja, okay. Also die Gegenkraft, die mich davon abhält, dass ich das so mache, ja, dass ich so an der Oberfläche bleibe, die soll jetzt mal auftauchen. Ja, genau. Ah. Ja, also das... Ja, Scheiße. Also das ist so eine Frauengestalt, so, die da so rumtanzt und sagt, la 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 la, ich bin das schöne Leben. So irgendwie. Oder sag ihr nochmal ganz einfach, sie soll ein Shit haben, zu wie viel Prozent dominiert sie dein Leben? Da siehst du es ja. Sagt sie 70%. Ja. Und dann fragst du diesen Donnergott da, ist das deine Gegenspielerin? Die kriegst du nicht richtig auf den Punkt. Ist das deine Gegenspielerin, die du da nicht richtig auf den Punkt kriegst? Mhm. Du leidest darunter, dass diese zwei Kräfte miteinander Ping-Pong spielen oder die Kräfte miteinander sich gegenseitig Genau, das blockieren. Ist das. Ich bin so zerrissen innerlich, immer wieder. Ja, ja. Da ist eine große Kraft, die sagt, nur das wirklich Tiefe rentiert sich. Und deine Psyche zeigt dir, wenn du dich reinlässt, zuck, findest du es. Aber es gibt eine Gegenkraft und das ist der Gnom. Und letztendlich dahinter steckt deine innere Frau oder so eine weibliche Frau, keine Ahnung, wer das ist, muss man gucken. Die sagt, nee, das rentiert sich alles nicht. Bleib mal ein bisschen oberflächlich, ist schöner. So, jetzt müssen wir gucken, was der passiert ist, dass die so ist, wie sie ist. Frag du doch mal, wer hat dich dazu gemacht, dass du so bist, wie du bist? Dass ich an der Oberfläche bleiben soll des Lebens. Wer hat dich denn so gemacht, dass du so an der Oberfläche bleibst, so, und dass du sagst, dass ja, das ich soll auch, ich auch an machen? Der Oberfläche, ne, bleiben soll. Dass ich dann auch da so bleiben soll. Ja. Naja, das will sie so gar nicht, ne, merke ich so. Dass, also sie hat aufgehört, darum zu singen. Und sie guckt sich so ängstlich um. Warum guckst du dich denn so ängstlich um? Vor was hast du Angst? Nur wenn sie ängstlich umguckt, muss sie Angst haben vor was. Ja, vor was hast du Angst? Na, dann sagt sie halt so vor Schmerz, vor Demütigung. Fragst du mal, ist das Leben, vor dem du Angst hast? Deshalb lässt sich nicht mehr darauf ein? Ist das Leben? Hast du dich vom Leben abgewendet?
Sie sagt, sie schleppt so viel Schweres mit sich rum. Sie hat so viel Schweres erlebt. Deshalb guckt sie auch ängstlich um, damit nicht noch mehr dazukommt. Deshalb sagt sie auch, ich lasse mich nicht aufs Leben ein, viel zu gefährlich, ich habe schon genug zu schleppen. Ich bleibe tralala lustig an der Oberfläche und dann geht es mir gut. Und dann gibt es eine Gegenkraft, die sagt, ah, darum geht es gar nicht. Ja. Ja, ist klar. Also du hast die perfekte Analyse über dich. Diese Frau hat ganz viel mit sich rumzuschleppen und das ist nicht bearbeitet. Vielleicht doch mal, kannst du ja mal ganz frech fragen, die hat doch mal so eine Gegensessions gemacht, die müsste eigentlich alles aufgeräumt haben. Wo ist das Problem? Meine, du hast viele Sessions gemacht, mit Wir Sicherheit. haben doch, wir haben doch viele Ja. Sessions gemacht, wir haben doch vieles aufgearbeitet. Ja. Warum ist denn das noch da? Warum schleppst du noch so viele Sachen mit dir Warum rum? schleppst du noch so viele Sachen mit dir Und hast rum Angst vorm Leben? und hast Angst vorm Ja, Leben? verrückt. Die guckt mich ganz erstaunt an und ich Ja. sehe das richtig, dass die richtig, Ja. die hält das richtig fest. Was sagt sie? Du hältst das richtig fest, du kannst nicht loslassen. Warum kannst du denn nicht loslassen? Was soll sie Warum dir? hältst du so Genau, fest? und soll sie dir zeigen, also warum, sie kann nicht denken, weil Figuren können wir schlecht Ja. denken, aber sie soll dir zeigen, welches Ereignis hängt mit zusammen, dass sie so festhält. Zeig mir das Ereignis, wieso du so festhältst, Genau. was dich daran hindert, das loszulassen. Genau. Und da wird ihr auch richtig wie so nach hinten weggezogen, ne? Ja. Geh mal mit ihr ruhig und Ja. guck mal, in welchem Alter du landest. Muss ja irgendwann dir irgendwas passiert sein, was du bis heute nicht wirklich aufgearbeitet hast. Das nimmt mal ein bisschen die Luft. Okay. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, ich merke, wenn ich da so mit ihr gehe, also ich sehe jetzt erstmal nichts, ich merke nur, dass ich irgendwo hingehe. Ja, okay. Und ich merke aber dadurch, dass ich hier so den Hals zukriege, also so, Ja, Körperreaktionen kommen. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. also ich krieg so mit, dass auf dem Weg rückwärts ich so A1, ich werde traurig und ich werde so wütend. Ja. Ich werde so wütend, merke ich. Ich gehe an Ja. ganz viel Situationen so scheinbar vorbei, wo ich wütend war und nie was gesagt habe. Ey. Oh. Rita, tauch doch mal bitte auf, jetzt hier. Also das Einzige, was ich wahrnehme, ist ein schreiendes Baby. Gehen wir dahin, nimm das Ja. Baby auf in deinen Arm und guck mal, müsste ich da ein bisschen beruhigen oder so. Wenn du mit Baby in Kontakt gehst und du wirst traurig, müsste es eigentlich die Traurigkeit vom Baby sein. Bist du traurig? Spüre ich deine Traurigkeit? Also das Baby hat jetzt mal aufgehört zu schreien. Guckt mich ganz groß an. Kannst du sagen, ich bin durch, komm aus der Zukunft, ich Ich komme helfe dir aus der jetzt. Zukunft. Ich will dir helfen. Ja, dann frag mich mal, bist du traurig? Spüre ich Bist du deine? traurig? Ist alleine, ne? Und wütend, dass niemand kommt. Ja. Also auch wütend auf mich. Ah. Sagt eigentlich zu mir, geh weg. Warum ist er wütend auf dich? Das ist ja erstaunlich. Frag mal. Ja, du weißt schon so lange von mir und kümmerst dich nicht um mich. Ah, oh ja, das ist heftig. Seit wann weiß ich denn von dir? Oh, bestimmt schon 20 Jahre. Ja, damals in den Sessions müsste das ja auch alles Thema gewesen sein, da hochgekommen sein, ne? Normalerweise bin nicht ich für dich zuständig, sondern deine Mama, ne? Ja. Und Die rufen wir jetzt mal. die rufen wir jetzt mal. Ja. Ah, ist ganz vorweg. Ja, wir sind ganz tief. Deshalb bist du auch tief, tief, tief runtergegangen. Du bist bis ins Babyalter gegangen. Guckst dir an. Das ist ja die Symbolebene gleichzeitig. Ja, guck mal, wie die Mama auftaucht. Oh, also ich sehe da meine Mutter, die da kommt, so in so einem schicken Abendkleid, also kein Abendkleid, aber so ein Cocktailkleid hat man da früher dazu gesagt, ne? Ja. Ich bin hier das schreiende Baby, ich bin die Rita, ich komme aus der Zukunft. Du lässt dein Baby schreien, was ist los? Ah, das interessiert die gar nicht. Sag sie mal als nächsten Satz,
Willst du das Kind überhaupt? Willst du das Kind überhaupt? Also die erste Antwort, die dann kam, war, dein Vater wollte das Kind. Gut, dann geh mit ihr an die Stelle, wo sie merkt, dass sie schwanger ist. Und die Frau interviewen wir jetzt. Okay, zu wie viel Prozent willst du dein Kind? 5%. Okay. Also wir brauchen die Szene, wo sie ihm erklärt, hey, du bist Vater, ich kriege ein Kind. Und den wollen wir jetzt wissen, dem Vater, hey, zu wie viel Prozent willst du dein Kind? 90%, sagt er. Ich vermute mal, dein Leben ist auch so verlaufen, du hast eine gute Beziehung zu deinem Vater, eine schlechte zu deiner Mama. Ja. Ja. Das heißt, das Grundproblem in deiner Psyche ist noch nicht gelöst. Deine Mama will dich nicht. Ja, guck dir mal das Leben an. Ich bleibe immer an der Oberfläche, weil wenn ich in die Tiefe gehe, komme ich an den Schmerz, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht gewollt. Richtig. Das ist dein tiefster Schmerz, ja. Ja, und das kommt dabei raus. Ich bin heute Rentnerin und weiß immer noch nicht genau, was ich will. Und es ist echt scheiße. Weißt du, diese ganzen Muster, dass du nicht liebenswert bist und wenig Selbstachtung hast, das sind alles Oberflächenmuster. Das Hauptmuster ist, du bist gar nicht gewollt. Also ist die Mama in deiner Psyche völlig falsch. Kannst du ja sagen. Archetypisch gesehen ist sie völlig falsch. Wie reagiert sie denn darauf, wenn du ihr das so sagst jetzt? Die kapiert das gar nicht. Also die ist auch gar nicht da. Wenn ich dich angucke, dein Blick ist auch ganz leer. Ja. Du bist ein Mädchen oder eine Frau, ein Kind. Normalerweise wird die Mutter eingeschaltet und bei ihr passiert es nicht. Sondern da passiert, ich will das Kind gar nicht. Das heißt, sie muss eine unglaubliche Macke haben. Deshalb hat es auch keinen Sinn, mit dieser Mama glücklich werden zu wollen. Das kann gar nicht funktionieren. Deshalb müssen wir bei ihr gucken, was ist ihr denn passiert, dass sie so ist, wie sie ist. Fragst du einfach. Wieso was bist du denn, keine Mama? Was ist mit dir passiert? Was ist denn mit dir passiert? Du bist gar keine Mama. Ja. Sie guckt ein bisschen wie ein bisschen irre. So. Fragst du als erstes mal, ob sie ihren Mann denn überhaupt liebt? Liebst du denn deinen Mann? Ja. Also die ist ganz fixiert auch auf den Mann, okay. Auf den Papa. Also für den tut sie das auch. Das heißt, eigentlich ist es kein Liebespaar, sondern sie ist völlig fixiert. Sie will was von ihm, sie braucht ihn. So was? Liebst du diese Papa, Frau? Papa, liebst du diese Frau? Liebst du die Frau? Ja, aber nicht so fixiert wie sie ihn. Kriegst du das mit, dass sie so fixiert ist und völlig symbiotisch eigentlich nur dich sieht und sonst nichts? Ah, ihm schmeichelt das, ja, er kriegt das mit. Ah, okay. Also, weißt du, so eine tolle Frau ist das nicht, weil dein Kind hat dann ein Problem damit später, so im ganzen Leben. Nee, das glaubt er irgendwie auch so nicht wirklich. Dann zeig mir mal, wie du deine Innenwelt aussieht. Zeig mir mal die Eingangstür, dass du einen tiefen, schwarzen Schlot hast, in dem du innerlich lebst quasi. Ist ja deine Stimmung in dir. Ja, guck dir das mal an hier. Ich bin jetzt 65 Jahre und wenn ich meine Tür zu meinem Innenwelt aufmache, ist da ein tiefer Schlot und alles schwarz, wenig Spielraum. Ich weiß nicht so wirklich, was mit mir anzufangen. Ja. Bleib immer an der Oberfläche und... Genau. Und wenn du dann tiefer gehst, findest du eine Frau, die sagt, lass dich nicht mehr aufs Leben ein, das ist viel zu gefährlich. Ja, und ich finde eine Frau, die sagt, lass dich nicht aufs Leben ein, das ist viel zu gefährlich. Und das ist genau, und dann kommst du zum Baby und das Baby, genau, erlebt das ja. Das Baby lässt sich aufs Leben ein und da ist keine Mama. Kann man nur schreien, wird man traurig, wütend, passiert nichts, nützt nichts. Sie ist nicht gewollt. Guck dir das alles mal an, ne? Das Baby schreit und es ist traurig und wütend gleichzeitig irgendwie und es nützt aber alles nichts, weil die Mama da nicht da ist. Und das ist deine Frau und das suchst du dann für die Mutter deiner Kinder aus. Ja. Ja, was sagt dein Papa? Ja, es tut ihm irgendwie schon so leid, aber irgendwie, also er kann das nicht ermessen, glaube ich. Die Tragweite sieht er gar nicht. Aber es tut ihm schon leid. Also ja, er möchte schon, dass es mir gut geht. Das wünscht er sich schon, weil er wünscht sich eigentlich noch ein Mädchen. Ja, aber er dann zeigt ihm, dass das kleine Baby schreit und die Mama kommt nicht. Guck mal, aber das Baby schreit und die Mama kommt nicht. Ja, deine Frau kümmert sich nicht um dein Kind.
Er kann auch seine Frau fragen, willst du überhaupt das Kind? Das wird sagen 5%. Willst du denn das Kind? Also ich sage glatt 5%, ich mache das für dich. Ja, genau. Er hat sich eine Frau ausgesucht, die ihm zuliebe ein Kind kriegt und das Kind aber vernachlässigt, weil sie will ja kein Kind. Und das Kind soll glücklich werden, wie soll das funktionieren? Ja, wir müssen ihn betroffen machen, sonst ändert er sich nie. Er möchte schon hin zu dem Kind und möchte das Kind hochnehmen. Ja, dreh ihm den Hintern, sag, mach, los, du bist der Vater. Kümmere dich auch um dein Kind. Provozieren doch ein bisschen, das braucht dein Papa ganz zu machen. Ja, mach doch mal, nimm doch mal das Baby hoch. Jo. Schreit nach dir. Ja, das macht er auch, aber er fühlt sich ziemlich unbeholfen. Ja, du hast echt ein Problem, weil die Mama, deine Frau, die ist nicht die Mama für dieses Baby. Keine gute Mama für dieses Baby. Richtig. Ja, die Mama steht auch vor dem Spiegel und guckt sich im Spiegel an. Also unglaublich. Ja, die Psyche ist ganz präzise. Sie sagt, guck mal, die ist narzisstisch, nennt man das, ja. Selbstverliebt. Und die will alles für ihren Mann tun, damit sie die Anerkennung kriegt. Und sie schmachtet dahin und selbst mit ihrer Ich-Struktur ist sie nicht richtig da. Wir müssen deinen Papa betroffen machen. Ist er betroffen? Ist diese Frau da deine Traumprinzessin? Ja oder nein? Da sagt er jetzt nein. Richtig. Das heißt auch sehr weißes. Sie tut ihm nur gut, das Ego. Sie hat ein schönes Aussehen, er findet sie toll, aber sie ist keine Traumprinzessin. Und das, wenn sie keine ist, kann er kein Prinz sein. Das ist das Problem. Sie ist total verliebt. Ne? Das ist ja das archetypische Modell. Prinz, Prinzessin, Romeo und Julia, ne? Die verlieben sich ja richtig. Mhm. Bist du ein Prinz? Fühlst du dich als Prinz? Er sagt 80%. Ja, da hast du doch eine falsche Wahl gemacht. Nein, wenn er 80% Prinz ist, ne? Ja. Prinz, Prinzessin ziehen sich an, müsste man davon ausgehen, ungefähr so etwa in der Größenordnung müsste sie Prinzessin sein. Und sie ist aber doch gar nicht deine Prinzessin. Da hast du doch eine falsche Wahl getroffen. Offensichtlich. Das erschreckt ihn jetzt. Wenn er sich eine Frau nimmt, die keine Frau ist, sondern ein Kind nimmt, kann er nicht erwachsen sein. Ein Erwachsener nimmt sich kein Kind. Das muss sich immer auf derselben Ebene spiegeln. Also wenn sie ein Kind ist, muss er auch ein Kind sein. Ganz einfach. Mhm. Weil er Prinz ist, er sieht das. Das ist keine Prinzessin, der reitet weiter. Ja, ja, es ist so, als würde er so jetzt langsam die Augen aufmachen, als würde er so ein bisschen aufwachen. Richtig. Ich arbeite das deshalb so deutlich heraus, weil das ist deine Vorlage für Beziehungen. Deine Eltern sind ja interne wie so eine Blaupause, wie so ein Skript in deiner Psyche. Da steht drin, so läuft Beziehung. Und ich vermute mal, so sind auch deine Beziehungen gelaufen. Hattest du jemals einen Prinzen? Och. Ja, ich hatte schon mal so einen Prinzen, aber ich war nicht seine Prinzessin. Ja, dann war er nicht dein Prinz. Ich glaube, auch den Mann, den ich geheiratet habe, mit dem ich die Kinder habe. Die Kinder sind toll, aber ich glaube, ich hätte den Mann nicht heiraten sollen. Genau, da haben wir es nämlich. Und frag mal deinen Papa, ob genau das sein Programm ist. Ja. Ja. Kinder sind toll, aber die Frau war eigentlich ein Flop. Das ist deine Vorlage, deshalb musst du das nachmachen, unbewusst. Ja, mit 14 hat er mich auch gefragt, was ich denn davon halten würde, wenn er sich von der Mama trennt. Muss man sich mal vorstellen. Ja, ja, ist klar. Deshalb, wir müssen seine Linie aufschlüsseln, warum er so ist, wie er ist. Können wir nicht heute machen in einer Session, weil wir bleiben erstmal bei deiner Mama. Wir müssen nämlich auch rausfinden, warum die so ist, wie sie ist. Sonst bleiben die in deiner Psyche so, wie sie sind. Und das ist ein Grundfehler. Das ist ein Fehler im Betriebssystem. Du als Baby wirst nicht angenommen von deiner Mama. Dein Vater hatte keine Liebesbeziehung zu seiner Frau. Und deshalb, wenn du das in deiner Psyche hast, kriegst du auch selbstähnlich nie eine tolle Liebesbeziehung hin. Deshalb muss das verändert werden. Mhm. So, jetzt müssen wir als nächstes gucken, warum ist deine Mama keine richtige Mama und keine richtige Frau? Ja. Also müssen wir in ihre Kindheit gehen. Deine Mama als Kind brauchen wir. Die zeigen mir doch mal deine Kindheit. Ja, ich sehe sie da so mit, ich glaube, 7. Okay. Zwischen ihren Eltern, so ein ganz braves Kind. Es scheint alles irgendwie ganz glücklich zu sein. Ja. Ich bin deine Tochter, ich komme aus der Zukunft und ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Genau.
Ich krieg die irgendwie gar nicht lebendig. Komm doch mal her. Irgendwie traut die sich nicht. Traust du dich nicht? Wieso traust du dich denn nicht? Vor wem hat sie mehr Angst? Vor Papa oder vor Mama? Papa. Gut, dann reden wir mit dem Papa. Kannst du sagen, hallo Opa. Hallo Opa. Ich bin hier mal und so weiter. Ich bin deine Enkelin aus der Zukunft und ich wollte jetzt mal mit der Lotti, mit meiner Mama mal reden. Genau. Was willst du denn? Oh, ich mag den Großvater nicht. Sag's. Ich mag dich nicht. Ja, die Lotti, die hat Angst, zu mir zu kommen. Die hat irgendwie Angst vor dir. Ja. Ja, die soll mir gehorchen, sagt er. Dann erkläre ich mal, das wird später mal deine Mama. Und weil sie jetzt auch gehorchen lernt, ne, ist sie halt später auch keine gute Mama, weil du hast keine tolle Mama. Und deshalb geht es ihr heute nicht besonders gut. Und deshalb bist du, Opa, für mich ja wichtig. Dann erklär's ihm. Weißt du, dadurch, dass sie so Angst hat und so gehorcht, ist sie nachher mal später für mich keine gute Mama, weil sie einfach nicht gut sorgt für mich. Und dann habe ich auch kein gutes Leben. Und deswegen komme ich jetzt hierher, um das mal zu klären. Richtig. Und da du ja mein Opa bist, sollte es dir am Herzen liegen, dass es mir gut geht. Richtig. So. Nee, so ist es ja auch. Guck mal, was er jetzt sagt. Oh, wo kommen wir denn da hin, wenn die Frauen jetzt gerade mal machen, was sie wollen? Oh, ich könnte das, glaube ich. Dann erklär ihm, wo man hinkommt, wenn man das nicht macht. Zeig ihm doch mal deine Innenwelt, wie dunkel die ist. Guck mal, Opa, das kommt dabei raus hier. Ich bin jetzt schon so alt und ich habe immer noch so einen dunklen Schacht in mir und ich genieße mein Leben nicht. Ich bin irgendwie hin und her gerissen und das kommt alles raus, so wenn du so bist, wie du bist. Weil du dein Kind so erziehst und es wird keine tolle Mama. Genau, und du als Opa, es ist deine Pflicht, musst alles dafür tun, dass dein Nachkommen gut geht. Ja. Geht nun her. Er denkt nach. Na, das ist schon mal was. Sag doch mal die Oma, wie es der geht bei dem Mann. Das ist genau dasselbe wie bei meiner Mutter. Die guckt nur auf den Opa und guckt gar nicht auf ihre Tochter. Ach, dann wissen wir jetzt, wo seine Mama das her hat. Oh. Dann sprecht die Oma an und zeigt ihr, was bei rauskommt, wenn sie das so weitermacht. Oma, guck dir das mal an. Das kommt dabei raus, wenn ihr alles so weitermacht. Guck mal, das wiederholt sich. Nachdem du nur auf deinen Mann guckst und gar nicht auf deine Tochter, dann wird deine Tochter genauso eine Frau, die nur nach dem Mann guckt und nicht nach der Tochter. Sie wird keine richtig gute Mama. Richtig. Und dann wird mein Leben genauso. Genau. Wie soll ich denn da glücklich werden? Ja. Ich glaube, die sind alle völlig überfordert mit dem, was ich von denen will. Frag sie auch mal, wolltest du überhaupt dein Kind? Wolltest du denn dein Kind? Dann nickt sie ja. Okay, zu wie viel Prozent? 50, sagt sie. Okay, und warum nicht 100? Dann haben warum nicht 100? Das weiß sie nicht. Ja. Kannst du ruhig sagen. Also typisch weißt du ja, wenn eine Mama, soll ihr Kind 100% wollen. Jedes Tier in der Natur verteidigt ihr Kind und gibt notfalls das Leben, weil die setzt sich 100% fürs Kind ein. Und die hat ein Kind und will nur 50%. Das ist schon mal völliger Fehler. Sie ist der Fehler. Du bist der Fehler. Ja. Und außerdem habe ich entdeckt, und das ist noch gar nicht so lange her, dass meine Mama auf die Welt kam und da warst du noch nicht verheiratet. Liegt es daran? Dann macht sie pssst. Vielleicht wollte sie auch gar nicht heiraten. Frag sie doch mal so rum. Liebst du den überhaupt? Ist das dein Traummann? Das dauert mir schon so lange. Ja, ne? Wenn so eine Antwort so lange dauert. Ist ja, sie guckt immer hin und dann macht sie so irgendwie, zuckt sie mit den Schultern. Ja, hast du Angst vor ihm? Schon auch, ja. Also, Traummann, vor dem man Angst hat, ist kein Traummann. Opa, liebst du die Oma? Ja, auch nicht so dolle, irgendwie so. Aber das Kind war halt unterwegs. Und zu wie viel Prozent willst du das Kind von der Frau? Na, sagt er auch 50%. Ja.
dann sage ich ihm schon, genau das ist schon der zweite Fehler. Er sucht sich eine Frau, die er nicht richtig liebt. Dann kriegt er ein Kind von der Frau, die er nicht richtig liebt. Kein Wunder, dass er das Kind nicht richtig liebt, also nicht richtig will. Da gibt es ein Kind, ne, was von beiden Eltern nicht richtig geliebt wird. Wie soll das später sein Kind lieben, also dich lieben? Mhm. Also die Fehler liegen bei Oma und Opa. Ihr hättet gar nicht heiraten dürfen. Ihr seid gar nicht die großen Verliebten füreinander, ganz einfach. Ja, da liegt schon der Fehler. Hättest diese Frau gar nicht heiraten dürfen, weil ihr liebt das Kind nicht, das ihr gezeugt habt. Das Kind liebt sein eigenes Kind nicht. Und also typisch gesehen ist das völlig klar. Du nimmst ja die Frau, die du liebst. Die Frau nimmt den Mann, den du liebst. Und die wollen 100% ein Kind und kümmern sich drum. Dann läuft alles perfekt. Und wenn da die Fehler schon sind, wie soll das perfekt laufen? Kann ja nicht perfekt laufen. Deshalb hast du auch eine Vorlage, ne? Guck mal, die einen Großeltern lieben sich schon nicht richtig, deine Eltern lieben sich schon nicht richtig, beide wollen ihr Kind nicht. Entweder hast du dasselbe Muster oder gehst ins Gegenteil. Ich glaube, ich habe auch ein Muster weitergegeben. Meine Tochter hat mir irgendwann gesagt, ich hätte als sie Kind war, hätte sie nie von mir gehört, ich liebe dich. Also ich glaube, ich konnte das nicht als Mutter. Aber hast du sie geliebt? Gute Frage. Ich glaube, ich habe eher versorgt als geliebt. Ja. Ja, das tut mir heute, mit dem Wissen heute, tut mir das total leid. Deshalb müssen wir das auch alles abändern in dir. Opa, guck mal. Selbst ich habe das noch an meine Kinder weitergegeben. Ja, und ich habe auch nicht meinen Traummann gesucht und gefunden. Also der Opa guckt sich das alles an, aber ich sehe keine Regung so in seinem Gesicht. Ja. Macht denn das so gar nichts mit dir, wenn du das so siehst und wenn du das so hörst, was ich dir erzähle? Denkst du, dass das alles eigentlich normal ist? Alles so? Denkst du, das ist so normal? Er sagt, ja, eigentlich, das ist doch normal. Gut, dann gehen wir in seine Kindheit und gucken, wo es herkommt. Wahrscheinlich ist es auch normal für ihn. Warum ist der Opa so geworden, wie er ist? Warum kann er nicht wirklich lieben? Warum hat er nicht Sehnsucht? Warum liebt er sein Kind nicht? Opa, zeig mir doch mal deine Kindheit. Was wie so ein kleiner Soldat sehe ich da so. Ja. Geh mal hin zu ihm. Hallo. Hallo, Gustav. Ich bin mal hier deine Enkelin später. Ich bin mal später deine Enkelin. Ja. Das ist jetzt interessant. Das ist der Erste, der sich freut. Der freut sich echt total, dass ich komme. Ja, toll. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Eigentlich eine normale Reaktion eines Kindes. Ja. Kinder freuen sich immer. Geht's dir gut? Er sagt ja. Ja. Wann ist dein Opa geboren? Hast du noch eine Ahnung? Weißt du das noch auswendig? Oder? Ich weiß nicht, 1880 oder so, oder 90 oder sowas. Okay. Das heißt, er ist auf jeden Fall vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, ja, er war im Ersten Weltkrieg. Ja. So, und dann soll er dir mal zeigen, wo er seine Lebenslebendigkeit und Lust, die er scheinbar als Kind hat, dem geht's ja gut, er freut sich. Völlig normal. Lass dir mal ein bisschen älter werden, guck mal, wo er da seine Lebensfreude verliert. Also, wenn ich das richtig sehe, ist das im Krieg. Genau. Das ist auch standardmäßig das, was eigentlich fast überall passiert. Im Krieg also verlieren die alle ihre Lebendigkeit, ihre Herzlichkeit. Das soll er mal zeigen, wie er aus dem Krieg zurückkommt. Also total verändert kommt er aus dem Krieg zurück. Genau. Wir können ja mal gucken, ob die Oma auch als Kind fröhlich war und lebendig war. Das kann ja sein. Oma, zeig mir doch mal deine Jugend. Also ich sehe sie schon noch so als kleineres Mädchen. Ist sie lebendig? Geh auch am besten hin und red mit ihr, weil dann passiert... Ja, hallo, genau. Ich bin deine Enkelin und ich komme aus der Zukunft und wollte einfach mal sehen, wie deine Jugend war. Also als kleines Mädchen rennt die rum, freut sich auch. Mhm. Und dann ist wie wenn man den Film anhält. Ja. Ich weiß es auch nicht, also entweder ist ihre Mama oder ihr Papa gestorben. Auf jeden Fall gibt es da eine neue Verbindung und eine Halbschwester. Wir können ja das kleine Mädchen mal bitten, ihre Eltern zu rufen. Also die Eltern von meiner Großmutter? Ja, ja. Hol mal deine Eltern. Die sind auch alle total nett. Genau. Die sind freundlich. Ja, ja. Man kann auch ungefähr davon ausgehen, wenn das Kind eine schöne Kindheit hat, sind die Eltern auch liebevoll und nett.
Weil das ist eigentlich normal. Ne? Erfahrungsgemäß hat tatsächlich der Erste und der Zweite Weltkrieg ziemlich viel kaputt gemacht. Ja, schön, dass ich euch kennenlerne. Ja, die freuen sich auch, mich zu sehen. Ja. Oh, es tut gut, endlich mal jemanden zu sehen, der sich freut. Das siehst du. Genau. Ja, das wird mal meine Oma. Und es ist schön, dass ihr da so liebevoll mit ihr seid und dass die da so, ja, so lachen kann und so rumspringt und lebendig ist. Ja, trotzdem müssen wir weitergehen auf der Zeitachse und müssen mal gucken, was da passiert ist, weil irgendwann hat sich ja was verändert. Die Oma war ja später nicht mehr so liebevoll. Zeig doch mir mal, wie dein Leben weitergeht. Ja eben, da stirbt einer von diesen Eltern, aber ich weiß nicht, ob es die Mutter oder der Vater ist. Frag die Kleine. Verlierst du Mama oder verlierst du Papa? Ich verliere Mama, sagt sie. Wie alt bist du denn? Sagt sie, 5. Oh, das sagt ich ja. Das heißt, ab 5 hängt sie sich nur noch an Papa, weil Mama ist weg. Ja, und dann kommt eine neue Mama quasi. Ja, und ein neues ja, Kind. Kein Wunder. Ja. Wie kommst du denn klar mit der neuen Mama? Oh, nicht so gut, sagt sie. Ja, es geht eher mehr so ums Bravsein, funktionieren. Sie muss sich anstrengen, sie muss gehorchen und sie lernt brav sein. Ja, und einordnen so in das neue Gefüge. Ja. Kannst der Oma ja zeigen, ne, die so erwachsen ist, mit dem Opa, die deiner Mama das Bravsein beibringen. Da kommt's her. Du hast es selbst erlebt mit deiner Stiefmutter. Guck mal, Oma, da hast du das erlebt mit deiner Stiefmutter. Guck mal, Mama, die Oma musste auch brav sein, deswegen ist die so. Also es ist so, als würden die ein bisschen wacher werden. Ja. Die waren vorher irgendwie wie so vernebelt, so eingesponnen. So. Ja. Opa, du kannst dich doch erinnern, wie es war als Kind. Ja. Findest du denn das so toll, wenn du all deine negativen Erfahrungen so und das Hartwerden so weitergibst nach dem Krieg an deine Tochter? Er sagt, ich habe es vergessen. Gut, dann ich wollte alles vergessen, sagt er. Dann habe ich auch die Kindheit vergessen, sagt er. Ja, ja, das stimmt schon. Er hat schon recht. Sonst wäre ja nicht so geworden. Deshalb nehmen wir den Opa, den Fröhlichen, den Kleinen und bringen ihn mit deiner Mama als Kind zusammen. Und dann holen wir die Oma noch herbei, auch als Kind, bevor der Papa Mama stirbt, und bringen die drei Kinder mal zusammen. Guck mal, wie die drei miteinander klarkommen. Ja, die zwei Opa- und Oma-Kinder, die sind lustig, aber meine Mama, die ist so ein bisschen gehemmt. Ja, ja, klar, die ist ja so streng erzogen worden. Das ist der Unterschied. Sieht man es nochmal. Siehst du, das kannst du Oma und Opa sagen. Guck mal, so streng erzieht ihr euer Kind. Das Guck mal, so streng erzieht ihr euer Kind, dass die noch nicht mal jetzt mit den anderen so mitspielen kann. Die ist gar nicht locker. Ja. Und jetzt mal noch Folgendes, das holt dich mal mit 6, 7 Jahren dabei und schiebt dich auch mal hin. Guck mal, wie die auftaucht. Oh, die ist auch eher ein bisschen braver. Ja. Nimm die mal mit. Zeig die lacht zwar auch schon mit den anderen zwei, also ist schon ein bisschen lockerer, aber... Zeig dir mal, Mama, guck mal, die kann mit dir als Kind auch nicht so viel anfangen, weil du mit ihr als Kind auch nicht viel anfangen kannst. Ja. Das hängt ja zusammen. Ich kann mit dir nichts und du nichts mit mir, ja, als Kind. So wie der Opa sich vergessen hat, dann kann er nichts mit seinem Kind anfangen, da kommt's her. Gucken wir, ob deine Mama nicht langsam ein bisschen wacher wird und das sehen kann. Also die erwachsene Mama, die das jetzt auch mitkriegt, ja, die sagt, das kann ich mir ja gar nicht angucken. Ja, ne? Dann kriegt sie Sehnsucht. Sie hat Angst vorm Leben. Ja, und auch so, dass das Leben so vergeudet war, dass sie gelebt hat. Richtig. Und so ein Gefühl kenne ich auch. Wir machen auch Folgendes. Dein Papa soll auch mal sein inneres Kind vorbeischicken. Weil, damit die inneren Kinder sich einfach mal ein bisschen besser kennenlernen. Das ist immer hilfreich. Okay, Papa, schick mal dein inneres Kind zu der inneren Kindversammlung da. Ja, genau. Den kann ich mir als Kind überhaupt gar nicht vorstellen, merke ich gerade. Oh Gott. Ich kenne auch kein Bild von meinem Papa als Mach Kind. Nichts. Dein Vater soll das vorbeischicken. Gib ihm einen Auftrag. Deine Psyche also macht Papa, komm, schick mal dein inneres Kind da vorbei, auch wenn ich überhaupt keine Vorstellung habe. Wir brauchen dich als Kind. Wir brauchen dich da als Kind. Genau.
Ich glaube, da taucht so ein frecher Junge auf. Frag ihn doch. Bist du der Kurt? Bist du der Kurt? Ja. Ja, okay. Schick ihn mal zu seiner Verwandtschaft. Späteren Verwandtschaft. Ja, der fühlt sich da ganz wohl. Guck mal, wie Opa kann. Ja, der will irgendwie gleich, das ist komisch. Ha! Der will irgendwie gleich so, so der Macher, ah, jetzt spielen wir das und jetzt spielen wir das so. So kenne ich meinen Papa gar nicht. Ja, das ist sein tiefste innere Wesen, wenn du so willst. Ne? Also der ist ganz, ganz tough so als kleiner Junge. Ja. Dem geht es eigentlich so ganz gut. So, der ist also mit sich irgendwie so ganz gut in Kontakt. Der müsste mit dem Opa-Kind gut klarkommen. Ja, da entsteht so ein bisschen Rivalität. Ja, ist klar. Wird erstmal abgeklopft, wer ist hier der Stärkere? Genau. Es ist auch in der Realität passiert, dass dein Opa deinem Vater ein bisschen so rumgetestet hat, bis er ihn angenommen hat? Der mochte meinen Vater nie. Ah, okay. Der war mit dieser Verbindung nicht einverstanden. Warum, weiß ich nicht. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Kein Wunder, dass deine Mama es so schwer hat, ne? Wenn ihr Papa sagt, das ist der falsche Mann. Mein Papa hat normalerweise 100% hinter der Entscheidung, das Tochter zu stehen. Das heißt, deine Mama hat überhaupt keinen Vater im Rücken. Was sind die Entscheidungen? Nee, der hat sie auch enterbt. Oh ja. Also. Oh, dann sag ihm das mal. Alles, was er falsch macht, trägt dazu bei, dass deine Mama schwach wird. Ja. Das trägt dazu bei, dass dir auch heute nicht gut geht. Ja, also du warst kein guter Vater für deine Tochter. Ja. Auf gar keinen Fall. Du enterbst sie. Ja. Und du stehst noch nicht mal hinter ihrer Entscheidung, den Mann sich zu nehmen, den sie will. Ach, dann soll er gerade mal schön halten. Zu wie viel Prozent trägt er zu deiner Dunkelheit in dir bei? Ja, oh, okay. Opa, zu wie viel Prozent von meiner Dunkelheit trägst du in mir bei? Ja. Boah. Ich habe nichts gemacht. 60%, sagt er. Ja. Nee, das ist es. Ja. Das ist 60%. Also der Hauptfaktor in deiner Psyche, der bearbeitet werden muss, ist dein Opa. Das ist wichtig. Und der kommt aus dem Krieg. Das siehst also, Kriegsereignisse sind es wieder. Das können wir heute in der ersten Session nicht machen. Da müssen wir in der nächsten Session nochmal reingehen. Weil das muss raus aus ihm. Wie willst du glücklich werden, wenn du einen Opa in dir hast, der 60% Dunkelheit erzeugt? Du hast Kriegsereignisse in dir drin, in deinen Ahnen, ne, wenn du so willst. Dementsprechend kann deine Mama nicht aufblühen, dementsprechend kann dein Papa nicht aufblühen. Wie willst du aufblühen? Das geht gar nicht. Kein Wunder, dass das Baby schreit und niemand kommt. Wir sollten nochmal die Eltern von deinem Vater aufrufen, weil die andere Seite müssen wir auch ein bisschen bearbeiten. Wir gucken mal, wie die auftauchen. Also hör mal, hol mal deine Eltern. Genau. Ja, also Opa und Oma, ich bin die Tochter eures Sohnes. So, ich komme aus der Zukunft. Ja, den Opa kenne ich ja gar nicht. Ich kenne ja nur die Oma. Ja. Und die ist gestorben, als ich 6 Jahre alt war. Aber wenn der kleine Kurt seine Eltern ruft, müssen die als Pärchen auftauchen. Ja, ja, die sind auch da. Ah, gut. Dann begrüßt doch mal den Opa und kannst du mir sagen, schade, ich habe dich nie kennengelernt. Ja, schade, dass ich dich nicht kennengelernt habe. Ja. Der sagt das auch. Ach, schade, dass ich dich nicht kennengelernt habe. Ja. Ich hätte so gerne eine Tochter gehabt. Ja, ja, du wärst die Enkeltochter. Ja, ja. Genau. Wie alt war dein Vater, wie er gestorben ist? Nee, meine Großeltern haben sich scheiden lassen. Mein Vater hat seinen Vater aus quasi rausgeschmissen. Ich glaube, mein Großvater war der Einzige, der seinem Herzen gefolgt ist. Dann der hat nämlich die Frau geheiratet, die er dann geliebt hat. Okay. Anschließend. Ja. Aber der wurde halt natürlich auch total totgeschwiegen. Stimmt das, was ich so denke, dass du deinem Herzen gefolgt bist? Sagt er ja. Da war mal dein Vater, warum er den rausschmeißt, wenn er doch so ein toller Typ ist und seinem Herzen folgt. Weil das hat er, der Vater, ja nicht gemacht, siehst du? Aber warum hast du denn deinen Vater rausgeschmissen, genau, wenn der seinem Herzen folgt? Da sagt er, der hat meine Mutter verlassen, das kann ich ihm nicht verzeihen. Ah, also der Opa hat sich ja anscheinend neu verliebt, ne? Ja. Sag mal, dein Vater, wie alt warst du? Also er sagt 20, aber ich bin mir nicht sicher. Dann mach ihm mal klar, er hat keinen Respekt vor den Gefühlen seines Vaters. Er mischt sich ein in eine Beziehung zwischen Mann und Frau, die ihm einen Scheißdreck angeht.
weil das ist sein Vater und das ist seine Mutter. Wie hat er zu respektieren? Die mischen sich bei ihm auch nicht ein. So, und wenn er so reagiert, so seine Mama hält und gegen den Papa hält, das darf er einfach ganz einfach nicht. Und deshalb geht er auch nicht nach seinem Herzen. Er sucht sich eine Frau, die er nicht wirklich liebt. Da kommt's her. Er hätte mal auf seinen Vater gucken sollen, so funktioniert es mit der Liebe. Wenn man sich trennt, weil die Liebe weg ist, kann man nichts dafür. Ja, du hast dich da nicht einzumischen. Das ist die Ehe deiner Eltern und du bist das Kind. Richtig. Und du müsstest Respekt haben und du müsstest es akzeptieren, wenn dein Vater seinem Herzen folgt. Richtig. Und dir eher das noch als Vorbild nehmen, weil du bist deinem Herzen nicht gefolgt. Genau. Du hast dich nämlich immer dann auch ein Stück weit immer mehr verleugnet. Richtig. Und ich habe Eltern, die sich nicht lieben und ich habe bis heute Schwierigkeiten damit und ja, so setzt sich das fort. Es macht ihn betroffen und trotzdem hat Angst, seine Mutter zu verletzen oder zu verlieren. Oder gibt es eine ganz starke Bindung zu der Mama? Und dann sagt er ja. Ja. Ja, aber erklär ihm mal, er fängt jetzt an, für die Mama sowas wie Papa zu sein. Ja, eben, das habe ich auch gerade gedacht. Du bist aber nicht der Partner von der Mama. Richtig. Du bist der Sohn von der Mama. Wieso kümmerst du dich denn um deine Mama, wenn die doch so eigentlich so ganz stabil ist? Ja. Ja, komischerweise, er sagt, er denkt, er wäre schuld, dass der Papa gegangen ist. Ah, okay. Aber wieso das denn? Dann müssen wir es klären. Da kannst doch du gar nichts dafür. Nee, frag ihn. Nimm ihn ernst. Frag ihn. Wieso glaubst du denn, dass du schuld bist, dass der Papa gegangen ist? Er sagt, er hat sich dem Papa widersetzt. Und deshalb glaubt er, er ist dann schuld, dass die Ehe auseinandergeht, dass der Papa weggegangen ist. Er wollte Musik machen, er wollte nicht Metzger werden und nicht eine Kneipe haben und er wollte Musik machen. Ja. Dann erklär ihm, dass das völlig in Ordnung ist. Er ist in der Pubertät und er darf auch machen, was er will und er muss sogar seinem Vater widersprechen. Und dieser Vater, bin ich mir ganz sicher, wir können ihn ja beiholen, können ihn ja befragen. Das dürfte nicht die Kult gewesen sein, warum er sich neu verliebt. Dann muss er mit seiner Frau nicht mehr klargekommen sein. Irgendwie sowas muss gelaufen sein. Oh, am besten holen wir den dabei, den Opa. Boah, komm doch nochmal her. Der Papa denkt, er ist schuld, dass du gegangen bist. Und deswegen muss er sich jetzt so um die Oma kümmern. Und er sagt, der Opa, da hat der Kurt gar nichts mit zu tun. Ich habe mich einfach in eine andere Frau verliebt. Und das musst du einfach respektieren. Genau. Das geht nur dich, geht dich nichts an, sondern nur meine, also deine Mutter und mich. Ja. Guck mal, wie dein Vater reagiert jetzt, wenn er das so hört. Sagt mein Vater, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich den anderen Weg gegangen. Dann wäre mein Leben anders verlaufen. Gut, dann jetzt weiß er es, dann soll er sofort sich das ändern. Soll sich sofort bei seinem Vater entschuldigen. Soll ihn nicht mehr rausschmeißen. Soll hingehen zu Mama und sagen, ich mische mich da nicht mehr ein. Ja, dann tut mir das leid, sagt er dann zu seinem Papa. Ja, ja, und dann brauche ich mir jetzt auch keine so Frau zu suchen, die so... Und ich brauche mich auch nicht um dich als... um dich Mama kümmern. Dann werde ich irgendwie viel freier. Und er weiß, was er will. Ja, und er hilft dir damit auch, weil wenn dein Vater in deiner Psyche weiß, was er will, dann ist es für dich auch leichter. Merkst du es? Den Zusammenhang? Ja. Auch da ist der Ursprung irgendeines Musters, der weiß nicht, was er will und hat alles falsch gemacht oder keine Ahnung. Der hat irgendwann auch keine Freude mehr an seinem Leben gehabt, weil er einfach nicht das gelebt hat, was er eigentlich wollte. Siehst du? Und deshalb hast du heute Angst, irgendeinen Weg zu gehen, der dann als Sackgasse, ne? Deshalb hast du ganz tief im Schlot unten so viele Möglichkeiten und du hast Angst, irgendeinen Weg zu gehen, weil wenn am Ende der falsche Weg war, dann guckst du blöd, genau wie dein Papa. Mhm. Ja. Also alle sind letztendlich mit dicken Fehlern behaftet in deiner Psyche. Das sind Systemfehler, ne? Weil das hat archetypisch anders zu sein. Deshalb musst du die jetzt alle umbringen. Mhm. Alle zerstören. Die müssen raus. Die falsche Anweisung. Es ist ein Netzwerk von Mustern. Die halten ja alle zusammen. Das passt ja alles perfekt zusammen. Stabilisiert sich ja. Wenn du eins änderst, änderst du gar nichts. Mhm. Das ist das, was wir früher der Synergetik falsch gemacht haben. Wir haben eins geändert und haben Papa geändert. Der Papa kippt wieder zurück, weil die ganze Verwandtschaft ist ja nicht geändert. Mhm. Also, ändere deine ganze Verwandtschaft. Oh Gott. Naja, weißt du, wie es geht. Schlagstock mir im Blatthaus. Haben wir ja damals geübt.
Ja, klar, jetzt. Sonst bleibt es ja in deiner Psyche. Oh Gott. Aufdecken, weißt ja nur Bescheid, nützt ja nichts. Du musst es, die sind ja alle betroffen. Die können ja alle mithelfen, wenn du so willst. Untereinander, miteinander. Kommt also wer mir auf jeden Fall hilft, ist der Großvater vom, also der Vater meines Vaters, das weiß ich. Ja, genau. Siehst du, hast du schon mal einen. Der hilft mir auf jeden Fall. Genau, und hier hast du deinen Schlagstock. Okay. So, fang an, setz dich auf. Aber ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, das stimmt. Egal, wo du anfängst, von da ist wurscht. Das ist wie mit deinem Gehen. Du weißt nicht, welchen Raum du welchen Gang du gehen sollst. Steig ab, fang einfach hinten an. Bei deiner Mama hinten. Ne? Bei der Mama, ihre Eltern sind völlig falsch. Mach Matsche, genau. Spalte ihn, mach ihn fertig. Erlöse ihn, heißt das nämlich. Schon hat die Oma keine Kinder mehr. Ja. Genau. Die haben auch Platz, die kann man nicht gebrauchen. Und die Stiefmutter, die nur streng fällt, kann man auch nicht gebrauchen. Die kann man auch Platz machen. Auch nicht gebrauchen. Ja. Genau. Das ist ja, alles so scheiße. Jetzt noch deine Eltern, die heiraten, obwohl sie gar nicht richtig lieben. Die kannst du auch nicht gebrauchen. Blöde. Genau, und zum Eltern. Blödes Vorbeispiel. Und zum Eltern, wo die Mutter sagt, das ist ein Zentrum. Die Kinder haben nur den Vater eingesetzt. Ja! Diese ganze Vorfahrt, die ganze Verwandtschaft kannst du nicht gebrauchen. Du bist ja nie glücklich. Ist ja alles ausgeglücklich gesehen, völlig falsch. Du kannst noch so viele Sessions machen, noch so viele Programme ändern, weil dein Betriebssystem falsch ist, kann dein System nicht funktionieren. Hammer. Jetzt hast du schwer was getan, klar. Aber irgendwie. Also irgendwie fühlt es sich auch erlöster an. Ja, klar. So, es kommt noch eine große Welle, es spült alles weg. So, jetzt gehst du nochmal zu Opa in die Kindheit, also Papa von deiner Mama. Der kleine Gustav, guck mal, wie er auftaucht. Ja, nach wie vor gut gelaunt. Super. Sollen seine Eltern wieder rufen? Ja, ruf mal deine Eltern. Die müssen auch gut gelaunt sein, ne? Mhm. Ja, denen ging es ja auch gut. Gut, also, was siehst du schon? Das erste archetypische Bild. Mama, Papa, Kind. Ne? Heilige Familie. Mhm. Aber das ist ein Urbild. Das ist ja da gewesen. Das war ja auch toll. Das ist schön, das ist kraftvoll. So, jetzt gehst du zu Oma rüber in ihre Kindheit und wir gucken mal, ob es da auch ist. Urgroßeltern rufst du mit ihrem Kind, deine Oma als Kind. Genau. Guck mal, wie sie auftauchen. Ja, die Oma war ja auch als kleines Kind, war die auch ganz lustig. So, war die auch gut drauf. Gut. Also, sie jetzt auch. Siehst du jetzt auch, ne? Ja. Wieder Mama, Papa, Kind, heilige Familie. So, und jetzt lässt aber die Kleine, die Oma, langsam älter werden und guck mal, ob es bleibt oder ob sie es verändert. Also es bleibt. Genau. Geh mal ruhig bis 18, 19, bis ihr Opa kennenlernen, guck, ob es auch noch bleibt. Also interessanterweise, das, was vorher eher klein gemacht hat, hat sie jetzt eher gestärkt. Ich guck mir das an, also das ist ganz interessant. Ihre Eltern müssten noch leben, ne? Beide. Guck mal hin, oder frag sie mal. Also da ist dann die Mama nicht gestorben? Richtig. Du müsstest sehen, die müsste da sein. Weil die gestorben hast, die umgebracht, haben ja zerstört. Ja. Also gibt sie nicht mehr. Vielleicht ja, die hat ganz tolle Beziehung. Also. Genau. Also Mama, Papa, Kind, heilige Familie ist auch da sogar in dem Alter, wenn sie 20 ist oder 18, wenn es außer Haus geht. Ja. Ja, so wie es zu sein hat. Ne? Ja. Und dann kommt ihr irgendwann der Traumprinz mit 18, 19, 20, ist es also üblich. Guck mal, der Opa müsste jetzt auftauchen. Lass mal den Opa auftauchen, guck mal, wie es dem geht. Also wenn Opa und Oma sich kennenlernen. Das ist ganz nett, wie die sich kennenlernen. Gucken wir, ob sie sich ineinander verlieben. Ob es gleichberechtigt funktioniert. Mhm. Genau. Die sehen ganz anders aus. Ja. Sag mal, ob du glücklich bist miteinander. Seid ihr glücklich miteinander? Mhm. Kannst du gerne mal fragen, und Traumprinz, Traumprinzessin?
Seid ihr? Seid ihr Traumprinz und Traumprinzessin? Dann gucken sie sich an und nicken. Richtig. Also archetypisch, so ist es normal, ist üblich. Klar, man verliebt sich ineinander, toll. Das heißt, wenn sie jetzt ein Kind kriegen, deine Mama, müsste das auch erwünscht sein, weil ne, zwei, die sich total lieben, wenn die ein Kind kriegen, normalerweise immer so, aber frag sie mal. Lass deine Mama mal auftauchen, so als, keine Ahnung, Baby vielleicht. Guck mal, da kommt die Mama und ist das Kind erwünscht? Ja. Weil archetypisch gesehen ist das so, ne? Wenn zwei sich total lieben, die wollen ein Kind miteinander, ne? Das ist dann Traumkind, ja, logisch. Also auch da jetzt wieder Mama, Papa, Kind, heilige Familie. Kannst du sehen? Mhm. Ja. Weil je mehr heilige Ganz Familie, neu. Ja, ja. Je mehr heilige Familien du siehst, ja, je mehr stabilisiert sich das miteinander. Weil du kannst dich noch erinnern, die Psyche ist fraktal aufgebaut. Selbstähnlich. Und je mehr wir das erzeugen, je mehr ist das stabil für immer. Deshalb lass uns gucken drüben beim Papa. Ja. Seine Eltern. Weiter zurück waren wir ja nicht. Von nee. Da aber nur seine Eltern und er als Kind. Ja, total schön, weil die freuen sich, dass er so musikalisch ist. Genau. Ja. Hm. Wie erlebst du jetzt die Eltern von deinem Vater? Also du müsstest das Bild sehen, wenn dein Vater Junge ist, Kind ist, 5, 6, 7, mit seinen Eltern. Kannst du das sehen? Ja. Und die müssten heilige Familie wieder spielen. Genau, das ist also auch stabil. Also hast du jetzt 1, 2, 3, 4 heilige Familien. 4 archetypische Urbilder. Okay? Ja. Dann lass dein Vater auch älter werden. Ja. Und wir gucken mal, ob er seinen Vater rausschmeißt oder ob er machen kann, was er will. Ja, er schmeißt seinen Vater nicht raus. Genau. Da musstest du den umbringen, weißt du? Der den Vater rausschmeißt, ist ja umgebracht. Deshalb gibt es den nicht mehr in der Psyche. Deshalb bleibt nur der den Vater nicht rausschmeißt, übrig. So, und den lässt jetzt älter werden und auf deine Mama treffen. Mhm. Deine Mama hat ja auch tolle Kindheit gehabt mit den tollen Eltern. Wir gucken mal, wie die zwei jetzt zusammentreffen, deine Eltern. Ganz anders. Haha. Gleichberechtigter, ne? Ja. Liebevoller. Also meine Mutter ist auch wach. Weil die schläft, haben wir ja umgebracht. Mhm. Deshalb war das so wichtig. Ja, also auch da, Liebespaar? Ja. So, frag mal, stimmt das? Schönes Liebespaar. Ja. So, und jetzt lass dich mal als Baby auftauchen und dann guck mal. Ja, total schön. Genau. Und meine Mutter lässt mich auch überhaupt nicht schreien. Ja, klar. Deine Mama liebt ja den Papa und das ist ein Liebespaar. Und wenn ein Liebespaar ein Kind miteinander kriegt, dann ist es ein Liebeskind, ein geliebtes Kind. Und klar, auch da kannst du jetzt sehen, Mama, Papa, Kind, heilige Familie. Und damit hast du jetzt 1, 2, 3, 4, 5 heilige Familien, müsst ihr jetzt sehen können. Ja, und wenn das alles heilige Familien sind, dann stabilisiert sich das untereinander. Da gibt es keine Abweichungen, das kippt nicht mehr zurück. Die Psyche wird versklavt, wie es so schön heißt. Das war auch schon so, als diese Welle kam. Ja, ja, die Welle. Also als die Welle kam, hat sich das schon richtig, quasi richtig. In mir ja, gebildet. Gezeigt. Ja. Weil das Feuer verbrennt alles, alle alte Strukturen. Die Welle hat weißes Rauschen, ist es eigentlich selbstähnlich. Oder die wischt alles weg oder so willst. Und dann beginnt sofort der Neuaufbau. Weil deine Psyche kann natürlich ohne diese Bilder nicht leben. Also greift die auf archetypische Bilder zurück. Mhm. Deshalb hast du plötzlich eine archetypische Bilderwelt. Und das ist das Stabilste und Gesündeste, was es überhaupt noch gibt. Und wenn du das jetzt in anderen Bereichen noch machst, ne, innere Frau und so weiter, also überall so ein bisschen, ne, ein paar Sessions, dann hast du eine archetypische Struktur und die bleibt dann für immer. Und kannst auch keine großen Krankheiten mehr kriegen, weil das passt ja nicht, fehlt ja alles. Das System ist versklavt, wie es so schön heißt. Hermann Hagen. Der Erfinder der Synergetik. Mhm. Ja. Ich wende das ja nur an auf die Psyche des Menschen. Ne? Und ich habe festgestellt, wenn man das Betriebssystem ändert, dann fallen alle anderen Programme raus. Weil bei diesem inneren Kind, was geliebt ist, weißt du, wie willst du mangelndes Selbstbewusstsein haben? Du fühlst dich geliebt, Problem ist gelöst. Und deshalb sind die ganzen Programme, die wir früher gelöst und verändert haben, alles Blödsinn. Das ist nur Oberfläche. So, und jetzt gehst du in dein Eingangsbild rein und guckst mal, wie es dir geht. Ich mach's dir nochmal auf. Guck mal, was du siehst jetzt. Ja, jetzt gehe ich durch einen schönen Bogen mit lauter Rosen.
duftet ja. sehr schön. Da gehe ich durch und dann kommt ein wunderschöner Garten genau. mit einem Teich, mit Plätschern. Ja. Und da lädst du jetzt alle ein, die du heute erlöst hast. Okay, kommt alle mal her. Genau, die müssen sich freuen, die müssen das dort feiern. Ja, wir machen Family-Fest. Ja, genau. Genau. Und dem Opa zeigst, siehst du, Opa, weil du dich geändert hast, ist das jetzt alles anders. Ja, Opa, weil du dich geändert ja. hast, kannst du mal sehen. Ja, ich habe mir ja auch immer einen liebevollen Opa gewünscht. Ja, du hast schon gespürt, dass er nicht so liebevoll war, ne? Nee. Ja, in deiner Psyche war alles angelegt. Du hast schon noch viel gearbeitet, heißt das, sonst würde das nicht so leicht laufen jetzt. Und du siehst, es organisiert sich selbst, weil wir die Netze zerstören mittlerweile. Mhm. Ich habe früher einzelne Punkte, aber die bauen sich immer wieder auf. Es mhm. ist ungefähr so, als ob du ein Wort nimmst und einen Buchstaben machst du raus aus dem Wort. Du kannst es sofort wieder lesen. Mhm. Das spielt keine Rolle. Mhm. Aber wenn viele Buchstaben weg sind aus dem Wort, dann kriegst du es nicht mehr auf die Reihe. Mhm. Und dann kippt es auch eine neue Bedeutung. Mhm.